und Jürgen so zur 13. und hoffentlich jetzt finalen Folge Portal. Ich habe mir extra ein Let's Play, also hier, wenn der Stille kamen wir nicht weiter, ne? Daher habe ich mir dann ein Let's Play von hier, Wayne Xy angeguckt. Der hat ja Portal vor etwas längerem inzwischen Let's Play. Jetzt heißt er, glaube ich, der Wayne Xy. Ja. Und sehr tollerweise habe ich einfach mal auch wieder ein weiteres Mal, kurz bevor das dann tatsächlich passiert ist, bin ich selber drauf, bevor er es gemacht hat, bin ich selber auf diese total logische Idee gekommen. Gerade als er das eine Portal gesetzt hat, ist mir auch eingefallen. Natürlich. So geht das. Ist doch klar. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Kann ich hier nirgends vom Portal setzen? Over there. Es leckt gerade. Ich lade auch gerade noch Runes hoch. Weil ich nehme die Folge jetzt einen Tag vorher auf. Gut, ich mache sinnloses Zeug. Oh Mann, es leckt die ganze Zeit ein bisschen. Okay, wie kommt man jetzt weiter hier? Ich muss mir doch nicht einfach schon so ein wieder ein Let's Play angucken, oder? Mit dem brech mal gerade das Upload ab. Ich kann es auch gleich weitermachen. Okay, weiter geht's jetzt. Was? Das leckt immer noch? Das kann doch nicht sein. Ich würde nicht gerne die Portal-Rendertiefe noch weiter runternehmen. Optionen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es nötig ist, dass ich das noch verkleinere. Noch niedriger Stelle, die Portal-Rendertiefe. Geht es wirklich nicht da hochzuspringen irgendwie? Ja. Da geht's auf keinen Fall. Was rede ich denn auch? Natürlich kann man so da nicht hochspringen, aber. Ah, ich hab's. Nee, ich weiß nicht, ob das wirklich eine sinnvolle Idee ist. Ich versuche wieder zu improvisieren und mit dem Improvisieren haben wir ja schöne Erfahrungen, ne? Scheiße. Ich hoffe, dass das funktioniert. Ich würde davon zwar nicht unbedingt ausgehen, aber naja. Mann, das kann doch nicht sein. Gerade eben stand der Stuhl noch und da musste ich ihn ablegen. Scheiße. Muss ich dort auch ein Portal hin machen, damit ich ihn. Ah, hier haben wir auch noch so ein Ding hier. Ist auch gut, aber wir holen uns am besten noch einen Stuhl dazu. Dann können wir den direkt über ein Portal wegschicken. Das funktioniert hoffentlich besser. Scheiße, Mann. Der liegt jetzt auch falsch rum. Bösartiges Ding. So. Jetzt haben wir hier ein paar Stühle. Ein paar Stühle. Kommt man da jetzt hoch? Ja, es geht gut. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das so gewollt war, aber... Ich hoffe, dass nein, weil wenn es nämlich nicht so gewollt war, dann hat Improvisieren endlich mal funktioniert. Mann, wie kommt man denn jetzt? Improvisieren. Wenn es nicht gewollt war, dann hat man Improvisieren. Hey, muss man damit aufhören. Improvisieren, wenn endlich funktioniert. So. Nehme ich nochmal einen Stuhl mit. Den mag ich jetzt noch lieber wie den Begleiterkubus. Ihr lieben Stühle, habt... Oh. Ich muss sagen, dass das nicht ganz logisch ist. Es ist nicht so gut, Source Engine. Nee, guck mal, wenn ich das dazwischen stecke, dann muss der eigentlich stehen bleiben. Oh Mann, wie kommt man denn jetzt da rein? Scheiße. Ah gut, gut, schon kapiert. Gut, wir fangen hier wieder an. Ich glaube, ich muss da gar nichts dazwischen stopfen.
Mann, komm. Endlich. Ich hasse sowas. Geschafft, aber zum Glück. Okay, dann geht's hier lang weiter. Sieht fast so aus, als ob wir schon wieder in irgendeiner Testkammer oder so wären, aber... Ich glaube nicht. Nee, jetzt sieht's auch nicht mehr so aus. Aber gerade sah's kurz so aus. Das würde mich auch verwundern. Oh, Daten werden geladen. Hoffentlich passiert endlich mal was Spannendes. Nach unseren ewigen Reisen durch die Dingsdas. Backstage-Bereiche von Aperture Science. Oder eben insgesamt den. Das kann man hier. Oder whatever. Da oben lang. Okay, wo sind wir denn jetzt? Ist ja eklig. Boah, das ist ja eklig. Boah, ist das eklig. Und durch was laufen wir denn hier? Sind wir auf Toilette oder auf den... Nee. Nee, was sollen denn die Abspülen-Dinger überhaupt? Toilette ergibt keinen großen Sinn. Aber lustig ist, dass man hier drauf rumrutschen kann. Juhu! Müssen wir nicht irgendwann mal weiterkommen? Laufen wir nicht die ganze Zeit nur im Kreis? Ja, genau. Ich weiß aber echt nicht, wohin wir jetzt müssen. Ich würde mal sagen, es gibt verschiedenste Möglichkeiten, aber... Keine Ahnung, welche richtig ist. Also irgendwo bin ich jetzt schon mal. Scheiße. Scheiße. Okay, da oben lang kommen wir schon mal nicht. Offensichtlicherweise. Nein, ich bin gar nicht da. Nein, jetzt kommt auch noch einer von dort. Scheiße, ich glaube, ich gehe gleich drauf. Komm, ich muss raus. Oh, ich habe es trotzdem geschafft. Wie schafft man das denn jetzt? Ich hasse dich nicht. Schön, wenn du mich nicht hasst, finde ich. Vielleicht muss ich irgendwo da oben hin. Nee. Ich bleibe dabei, dass ich keine Ahnung habe, wohin ich muss. Puh, das war knapp. Suche. Da bin ich. Vielleicht muss ich einfach in irgendeines dieser komischen Dinger hin. Vielleicht muss ich auch da oben hin. Jep, da oben muss ich hin. Nee, muss ich gar nicht unbedingt, aber ich kann hier schon mal hin. Nee, hier muss ich leider nicht hin. Scheiße. Wo lang denn? Wohin denn dann? Ich habe keine Ahnung, wohin dann. Ich habe schon fast alle ausgeschaltet, fällt mir gerade auf. Ich glaube nicht, dass ich kann. Okay, ich glaube, ich bin kaputt. Nein! Los nicht! Töte mich nicht, mein Freund! Bin ich. Oh. Sehr gut, ich habe es überlebt. Ich hatte schon Angst. Das wäre jetzt echt richtig scheiße gewesen. Okay, wir sind schon mal alle Gegner los. Hö! Scheiße. Nein! Falsches Portal! Oder doch nicht? Wo bin ich denn jetzt? Bin ich jetzt schon wieder gelandet? Ich habe keine Ahnung. Nur dort oben hin muss ich wieder. Am besten, würde ich denken. Hier habe ich jetzt das blaue Portal. Das heißt, wenn ich hier hin zurück will... Okay, dort oben hin muss ich auf jeden Fall. Soll ich ein orangenes Portal setzen? So. Okay, da kann man auch Portale hinsetzen. Dann versuche ich mal gerade dort eins hinzusetzen. Okay. Nein! Wohin müssen wir denn jetzt? Keine Ahnung gerade. Ich mach mal das hier, wenn das riskant sein mag. Nein! Scheiße.
Scheiße, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. So, ich hoffe mal, jetzt habe ich alles richtig gemacht. Ja, sehr gut, ich bin hier oben. Was war das denn? nicht gut. Das ist lustig. Das erinnert mich an den Trailer von Portal. Da passiert sowas ähnliches. Bisschen ähnliches jedenfalls. Wie lange ist denn die Folge jetzt? Die ist jetzt schon irgendwie 12 Minuten lang oder so. Na wohin jetzt? Ist genau die Frage. Bitte nicht! Ich will hier raus! Ich will aus diesem bösartigen Teufelskreis oder so raus. So vielleicht. Dort habe ich jetzt das Dingens, das Orangene hingemacht. Also muss ich hier unter mich das Blaue machen. Ne, lieber dorthin. Das ist sinnvoller. Würde ich sagen. Geschafft, sehr gut. So, okay. Wir kommen gerade ganz gut voran. Mag ich immer lieber, wenn man gar nicht vorankommt. Man kann durch die Tür durchschießen, das heißt, die ist öffnebar. Dum, dum, dum. Ich glaube, da erwartet uns bald das Finale. Nö, doch nicht, schade. Okay, die Tür kann man nicht öffnen. Was sind das? A case to the generating life form and disk operating system. Defense logistics against these solid spots, but whatever. Dollars and cents. Competing with Black Mesa. For dot and government white. Black Mesa, das habe ich schon mal gehört. Ich weiß nicht, was das bedeutet. oder wofür, oder was das ist und von wo das kommt, Black Mesa, aber. Doch, ich glaube, hier erwarten wir bald das Finale. Ja, ich glaube, da vorne ist GLaDOS. Screenshot. Black Mesa. Ja, genau. Es gibt im Workshop, im Steam Workshop für Garry's Mod, Black Mesa Player Models, glaube ich, oder irgendwas anderes. Tja, da sind sie. Herzlichen Glückwunsch. War es das wert? Denn trotz ihrer Gewaltbereitschaft ist ihnen bisher nur eines gelungen, mein Herz zu brechen. Seien sie damit zufrieden und wir hören einfach auf. Wir wissen wohl beide, dass es so nicht laufen wird. Sie wollten es so. Ich möchte gerne eine Überraschung. Überraschung in 5. 4. Höh? Einen Moment Auszeit, das sollte nicht passieren. Sehen Sie, was da aus mir herausfiel? Was ist das? Ich bin überrascht. Das habe ich noch nie gesehen. Na egal, das Rätsel löse ich später. Alleine. Denn Sie sind dann tot. Wo gehen Sie damit hin? Ich würde mich nicht damit abgeben. Ich glaube, wenn Sie das berühren, wird Ihr Leben nur noch schlimmer. Ich habe das nicht berührt. Ich geb's dir wieder, GLaDOS. Ich will mich ja nicht einmischen, aber Sie sollten das Ding lieber in Ruhe lassen. Kann ich dich irgendwie kaputt machen? Nee. Glauben Sie etwa, ich spiele psychologische Spielchen mit Ihnen? Also, jetzt mal im Ernst. Ja, glaube ich. Ich bin mir sogar sehr sicher, dass du das tust. Na gut, schön. Nachdem ich gerade diesen... Sie's, heben Sie es auf und stecken Sie es wieder rein. Nachdem ich gerade diesen Weg hier gefunden habe. Jetzt mal ehrlich, wir wissen beide nicht, was das da ist. Legen Sie es in die Ecke. Ich kümmere mich später drum. Achso, ja, schon klar. Jetzt weiß ich, was ich machen muss. Klar, schon klar. Willst mich töten, Mann? Ein Behälter für Ausscheidungen. Na los, reiben Sie es doch über Ihr Gesicht. Nö, keine Lust. Außerdem glaube ich nicht, dass ein Roboter wie du Ausscheidungen hat, liebe GLaDOS. Heiraten Sie das Ding doch, wenn Sie es so sehr lieben. Wollen Sie es heiraten? Ich lasse Sie nicht. Was sagen Sie jetzt? Ich will es gar nicht heiraten. Ich sag, der Stuhl, der war mir viel lieber. Den mochte ich viel lieber, ich aber... Sie belogen? In diesem Zimmer? Ernsthaft, lassen Sie es liegen. Bestimmt muss ich das hier machen. Sie machen Witze. Ha,
haben Sie das Aperture Science-Ding, das keiner versteht, in die Aperture Science-Intelligenz-Notverbrennungsanlage geworfen? Ja, habe ich. Das ist ja wohl das Blödeste, das je... Oh, wow. Gute Nachrichten. Ich weiß jetzt, was das Ding, das Sie verbrannt haben, war. Es war ein Ethikkern, der installiert wurde, nachdem ich das Enrichment Center mit tödlichem Neurotoxin geflutet habe. Er sollte verhindern, dass ich sowas nochmal mache. Also ganz ruhig, während ich die Neurotoxin-Emitter aufwärme. Scheiße. Der Kern hatte vielleicht weitere Zuständigkeiten. Ich kann die Turmabwehr nicht abschalten. Naja, wenn Sie meinen Rat möchten, legen Sie sich einfach vor das Geschütz. Das ist weit weniger schmerzhaft als das Neurotoxin. Na gut, machen Sie einfach weiter mit dem, was Sie da tun. Geschütz. Sie zu töten und Ihnen guten Rat geben, schließt sich nicht aus. Das Geschütz ist das bessere Mittel. Komm doch her, Geschütz. Was Sie da verbrannt haben, ist mir nicht wichtig. Das ist nur die katalytische Crack-Anlage. Hat Schuhe für Waisen genäht. Hallo? Super hingekriegt, sie hält. Mann, ich will den irgendwie dazu bringen, GLaDOS abzuschießen. Ich glaube nämlich, das sollte ich machen, aber... Das ist kein Mut, sondern Mord. Was hab ich Ihnen je getan? Uns unterscheidet, dass ich Schmerz empfinden kann. Was? Das ist Ihnen ganz gleich, stimmt's? Irgendwas hab ich denn... Warte, Fall, ey. Ja. Das hatte ich, kann ich immer anders mit den Robotern. Ist aber ein bisschen komisch. Ich sagte, es ist Ihnen gleich. Hören Sie? Ich glaube, bei den Robotern fehlt etwas. Bei der Roboterin hier oder so. Bei GLaDOS fehlt, glaube ich, was. Nämlich das Robotergesetz. Ich habe genug geplaudert. Ab sofort gibt es viel weniger Konversation und viel mehr Gewalt. Aha. Ach so, jetzt habe ich kapiert, was ich machen muss. Natürlich. Dumm bin ich denn auch manchmal. Hier ist GLaDOS, daher werde ich mir das Portal... Wie war das? Vielleicht da einsetzen? Sie etwas? Ich hoffe sehr, Sie erwarten keine Antwort. Ich rede nicht mehr mit Ihnen. Genug geredet. Scheiße. Hier, Zielhirn. Mann, mach schon. Jetzt aber. Hehehe. Na, was sagst du dazu, GLaDOS? Ich glaube, ich habe kapiert, was ich machen muss. Und es kommt mir so vor, als ob es weniger Gas wäre wie davor. Achso, das muss ich holen wahrscheinlich. Interessanter Bossfight. Wer bist du? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Da sind ja Zahlen drauf. Hier, sieh dir das an. Nein, das andere. Was? Was ist mit deinen Beinen? Wo gehen wir hin? Kommst du wieder? Ach, du bist doch die Frau von dem Test. Hallo? Was war das? Ist das eine Waffe? Wo gehen wir? Du nervst. Da ist hier einer drin. Sie glauben mir zu schaden. 2+2 ist... Mir geht's bestens. Ich habe sie bisher überleben lassen, weil ich neugierig war, was sie wohl tun. Tja, den Teil von mir haben sie zerstört. Auch wenn ich's noch so sehr möchte, kann ich das Neurotoxin leider nicht schneller in ihren Kopf kriegen. Ich möchte noch betonen, dass sie alle Chancen auf Erfolg hatten. Es sollte sogar eine Party für sie geben. Eine große Party mit all ihren Freunden. Ich habe ihren Freund, den Begleiter Kubus, eingeladen. Konnte er nicht kommen, weil sie ihn getötet haben. Oh, ihre anderen Freunde konnten auch nicht kommen, weil sie keine anderen Freunde haben. Sie sind wohl sehr unbeliebt. Hier steht's ja auch in ihrer Personalakte. Unbeliebt. Von keinem gemocht. Einsame, unbeliebte Person, um die niemand trauern wird. Wieso treffe ich die denn nicht? Um die niemand trauern wird. Genauso steht es hier. Ganz formell. Ganz offiziell. Offiziell? Hier steht auch, sie wurden adoptiert. Das ist auch komisch. Bestimmt, Apropos neugierig. Sind Sie neugierig, was nach Ihrem Tod passiert? Tja,
Ich weiß es, aber sie finden es schneller heraus, als ich es erklären kann. Also spare ich mir die Mühe. Nur ein Tipp. Versuchen Sie in den nächsten 2 Minuten noch so viel zu leben, wie es nur geht. Entschuldigung, dass ich die ganze Zeit nicht rede, aber GLaDOS erzählt zu viel. So viel, meine ich. Was Sie da verbrannt haben, ist mir nicht wichtig. Das ist nur die katalytische Crack-Anlage. Hat Schuhe für Waisen genäht. Super hingekriegt, sie hält. Das war das falsche Portal. Das Scheiße. Ich hasse das! Mord. Was hab ich Ihnen je getan? Uns unterscheidet, dass ich Schmerz empfinden kann. Ja, das hast du schon mal gesagt. Das ist Ihnen ganz gleich, stimmt's? Ich muss jetzt mal... 100 Gramm Backmischung für Schokoladenkuchen. Scheiße, ich glaube... Ich glaube... Wartet mal kurz. Bis 4 Tassen Speiseöl, 4 große Eier, 1 Tasse Schokostreusel. Das war's. Ich hab genug geplaudert. Ab sofort gibt es viel weniger Konversation und viel mehr Gewalt. Das hast du auch schon mal erzählt. Ehrlich gesagt, wiederholst du dich, GLaDOS. Ich glaube, wir schaffen es nicht mehr. Nee, das müssen wir... Ich glaube nicht. Sagen Sie etwas? Ich hoffe sehr, Sie erwarten keine Antwort. Ich rede nicht mehr mit Ihnen. Genug ich glaube, das ist nicht mehr schaffbar. Nee. Einer Botoxin. Fehlt noch, okay. Scheiße. Na gut. Neuer Versuch. Allerdings muss ich sagen, ist diese Folge jetzt schon 20 Minuten lang und... Die letzte Folge war schon extrem lang und ich will das jetzt noch schaffen. Okay, dann versuchen wir es einfach nochmal. Während ich die Neurotoxin-Emitter aufwärme. Okay, da sind wir jetzt. Der Kern hatte vielleicht weitere Zuständigkeiten. Ich kann die Turmabwehr nicht abschalten. So. Naja, wenn Sie meinen Rat möchten, legen Sie sich einfach vor das Geschütz. Das ist weit weniger schmerzhaft als das Neurotoxin. Ja, sowas Ähnliches tue ich. Allerdings hau ich dann mal ab. Na gut, machen Sie einfach weiter mit dem, was Sie da tun. Sie zu töten und Ihnen guten Rat geben, schließt sich nicht aus. Das Geschütz ist das bessere Mittel. Wie kriege ich den denn jetzt? Was Sie da verbrannt haben, ist mir nicht wichtig. Das ist nur die katalytische Kopfanlage. Hat Schuhe für Waisen genäht. Hä? Super hingekriegt, sie hält. Wie kann ich ihn denn treffen? Das ist kein Mut, sondern Mord. Was hab ich Ihnen je getan? Wie kann ich den treffen, Mann? Dass ich Schmerz empfinden kann. Das ist Ihnen ganz gleich, stimmt's? Aus irgendeinem Grund kriege ich das gerade die ganze Zeit nicht richtig hin. Haben Sie gehört? Ich sagte, es ist Ihnen gleich. Hören Sie? Naja, das interessiert mich einfach mal nicht. GLaDOS. Das war's. Ich habe genug geplaudert. Ab sofort gibt es viel weniger Konversation und viel mehr Gewalt. Was ist das? Was ist das? Da sind ja Zahlen drauf. Hey, sieh dir das an. Nein, das andere. Was ist mit deinen Beinen? Wie war das? Sagten Sie etwas? Ich hoffe sehr, Sie erwarten keine Antwort. Ich rede nicht mehr mit Ihnen. Genug geredet. Entschuldigung, aber das muss leider sein. Sie glauben mir zu schaden. 2 plus 2 ist 10. Mir geht's bestens. Ich hab Sie bisher überleben lassen, weil ich neugierig war, was Sie wohl tun. Tja... Den Teil von mir haben sie zerstört. Auch wenn ich es noch so sehr möchte, kann ich das Neurotoxin leiden. Wo ist es jetzt? Ah ja, genau, jetzt das zweite Teil. Ich möchte noch betonen, dass sie alle getroffen? Chancen Doch, auf Erfolg hatten. Es sollte sogar eine Party für sie geben. Eine große Party mit all ihren Freunden. Ich habe ihren Freund, den Begleiter Kubus, eingeladen. Nur konnte er nicht kommen, weil sie ihn getötet haben. Ihre anderen Freunde konnten auch nicht kommen, weil sie keine anderen Freunde haben. Sie sind wohl sehr unbeliebt. Hier steht's ja auch in ihrer Personalakte. Unbeliebt.
Hey, Portal. Ich weiß, du bist ein... Hey. Eins dieser Spiele, die auf der Search Engine basieren, die alle ganz leicht abstürzen. Voll F. Mit dem Fortress stürzt nicht so leicht ab, glaube ich. Das kann doch nicht sein. Nein, Portal, nein. Das wäre ganz gemein von dir, jetzt abzustürzen. Hallo. Okay, ich habe jetzt mal kurz auf die eine Taste geklickt. Ich muss STRG alt entfernen klicken, damit möglicherweise noch irgendwas passiert. Ich weiß nicht mal, was aufgenommen wird. Das weiß man nämlich immer nicht. Komm schon. Portal. Nicht gut. Mein Bildschirm ist gerade komplett schwarz. Okay. Okay, und Portal ist vollkommen abgestürzt. Ja, Portal ist abgestürzt, das habe ich aber neu gestartet. Und ich glaube, bis zur nächsten Folge, bis zum nächsten Video. Das Finale, das richtige Finale, sehen wir doch erst in der nächsten Folge. Endlich mal, hoffe ich. Also, bis zur nächsten Folge, Portal. Nicht in den Kommentaren schreiben, bis zum nächsten Video.